Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Sigi! Kriegen wir schon hin. Wir bocken uns erstmal den Weg hier frei. Warte mal, Hühnchen. Hühnchen? Mit dir ist es einfacher. Na, ich wusste doch, dass hier ein paar Roshis sind. Weiß nicht, sollte ich mir das jetzt da oben auch noch greifen? Obwohl es eigentlich total easy ist, da oben ranzukommen. So. Schnauze, Navi. Ein blödes Huhn. So, du kannst von mir aus jetzt verschwinden, wohin du willst, aber. So. Ich meine, wenn wir schon die Möglichkeit haben, an dieses jetzt da ranzukommen. Da. Ich hätte nicht abbremsen dürfen. Oh. Egal. Wir laufen einfach weiter. Wir lassen das jetzt da jetzt sein und laufen weiter. Aber es gibt jetzt eigentlich noch eine Menge zu tun, bevor wir endlich in den dritten Dungeon und unser dritten und letzten Ding kriegen. Ja, glaubst du, dass ich dich nicht entdeckt hätte, was? So. Nein, ich geh da hoch, dumme Pussy, Mensch. Ja, somit hätten wir bereits 7. Fehlt mir an, eine Abkürzung. So. Das Lied wird eigentlich unser ständiger Begleiter sein hier. So, aber wie ich das nachher mache, wenn ich alle drei habe, weiß ich noch nicht. Weil die Dungeons sind eigentlich ziemlich groß. Deswegen denke ich mal, pro Aufnahme-Season ein Tempel. Okay, sobald wir, bevor wir in den Tempel kommen, haben wir noch so einiges zu erledigen. Vor allem... Verdammt! Nee, das war eine Fliege. Oh. Ja, klar, wir machen wohl kurz 20 auf ihn. Ein kleines Tauschspiel. Wir müssen alle Rubine einsammeln. Und dafür kriegen wir nachher ein kleines Geschenk.
aber das ist eigentlich recht easy. So, wir dürfen uns unser Geschenk abholen. Lalalalalala. So, wieder hochlatschen. Gott, bin ich schon wieder müde. Naja, rennen kann ich dann morgen früh. Ich habe ja noch ein paar Wochen. Der Morgen, ja. Gut, der Morgen ankommt, ja. Hm. So, gib uns unser Geschenk. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier, nehmt dies als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe. Denn sowas mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Oh ja, yeah. Und genau das brauchen wir jetzt. Dankeschön! Obwohl, ich kann euch das ja jetzt eigentlich erzählen. Wir sind nämlich auf der Suche nach Prinzessin Ruto nebenbei. Die ein bisschen verschwunden ist. Willkommen am Hühlersee, Jungs. Mann, scheiß Insekten, ich drehe hier nochmal durch. Seht euch mal das so an. Das ist der Eingang zum eigentlichen Wassertempel, der später kommt. Aber uns interessiert erstmal der einfache Wassertempel. Ich hätte meinen Kakariko die Hühner noch einsammeln sollen. Dann hätte ich mir noch eine Flasche verdienen können. Hätte ich jetzt nämlich zwei gehabt. Scheiß mal, flieh schon wieder an meinen Bildschirm. So, mal schauen. Die Flasche setzen wir mal dorthin. Und wir wollen natürlich speichern. Hier. Dieser Brief. Er ist von Prinzessin Ruto. Hm. Lasst mich lesen. Sie ist im Bau von Lord Yabu Yabu. Das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Gandalf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Ich behalte diesen Brief, nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto, so schnell ihr könnt. Das hört sich an, als wenn er Furzen tut. Oh mein Gott. Also ich schätze mal, 4 Folgen werden es auf jeden Fall. Oder vielleicht noch nicht, aber mindestens 3. 3 sind mindestens drin. Wie fängt man am besten Fische? Wie geil! Oh Mann, Link, du bist auch so gar nicht zu gebrauchen. Komm her, Fischis! Genau, man fängt Fische am besten mit einem Glas. Immerhin, man hat ja auch nicht zu wenig eine Angelparade. Ne? Dünn.
Bevor wir aber in den Bau von Lord Jabu Jabu gehen, werden wir uns noch eine schöne andere Technik aneignen. Zoras Quelle. Ich habe mich aber auch schon immer gefragt. Warte, das werde ich euch gleich zeigen, was ich meine. Und zwar habe ich mich immer gefragt, was das da oben sein soll. Ich meine, man kommt doch nicht da ohne weiteres irgendwie hin, oder doch? Da gibt es irgendwo, wo ich ein paar Dings pflanzen kann. Ein paar Bohnen. So. Ich wünschte, ich könnte es auch spielen. Alter, und dieses scheiß Mottenviech geht mir sowas von auf dem Senkel momentan schon wieder, ne? Das ist unglaublich. Hallo, mein süßer Tobias, ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte, nimm ihn an. Immer diese reizbare Stellung, ne? Warum müssen sie ein kleines Kind nur so quälen? Pharos Donnersturm. Ein magischer Teleporter, den du mit C einsetzt. Nutze ihn, wenn Gefahr droht. Mit dieser Magie legst du einen Teleporterpunkt an. Rufst du Pharos Kraft erneut an, gelangst du dorthin zurück. Du kannst den Teleporter aber auch wieder aufheben und anderswo einsetzen, wenn du Pharos Magie beschwörst. Vergiss nicht, Pharos Donnersturm kannst du nur in einem Labyrinth einsetzen, in dem auch eine Karte versteckt ist. Alles klar? Jo. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Alles klärchen. Fliegen, kleine Motten. Oh, ich hasse ihn. In diesem Falle hasse ich den Sommer. Diese Viecher kommen überall. Selbst die Spinnen kommen so langsam raus, alle. Na, Jabu Jabu. Es wird Zeit, dass wir in dir einkehren. Oh ja. Und verschluckt sind wir. Jabu, Jabus Bauch. Aber hier machen wir erst das nächste Mal weiter, liebe Freunde. Wir speichern ab. Und dann heißt es, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein. Ciao.